haben wenig Zeit. Gleich werden unsere Schiffe die Starkiller-Bande zerstören oder werden selbst. Bis dahin müssen wir in den Zellenblock eindringen und alle befreien. Alle, die dort inhaftiert sind. Wir vernichten dabei alles, was wir nur können. Zuerst Treibstofflager und dann Turbolaser sprengen. Und beeilt euch. Hier gibt's nämlich jede Menge Sturmtruppler. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Star Wars Battlefront. Wir spielen Galaktischer Angriff auf Starkiller Base. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerade richtig gut Punkte bekommen. Verdrahten den Turbolaser. Aber... Ach, diese Waffe ist auf Distanz immer scheiße. Warum mache ich das denn immer noch? Es geht ja gar nichts. Ja, genau das meine ich wieder. Ey, die sitzen nur in diesen Dingern drin. Ach, scheiße. Warte mal. Überfahren die Leute auf der Map. Das ist so schrecklich. Treibstofflager zur Sprengung vorbereitet. Countdown läuft. Ja, und trotzdem sind sie am Verlieren. Ach. Gehen wir. Wohin? Würde mir gerne wissen, wie viele Meilensteine mir fehlen oder wie viele Kills mir noch für die Meilensteine fehlt, um die anderen Waffen noch freizuschalten. Und wie gesagt, mein größtes Problem ist immer noch das, dass ich diesen Squad-Modus noch nicht drin haben. Da. Komm, wir fahren jetzt auch mal mit dem Ding rum. Stunde ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin noch nie mit dem Teil gefahren. Okay, der kann schießen. Kann scannen. Feind verfasst mich. Ich muss mal kurz Leben recken. Guck mal, da ist ein gegnerisches. Oh, der ist schon weg. Oder? Nee, da ist er doch. Ja, ist, an sich ist das Ding gut, wenn man es steuern kann. Ich bin es noch nie gefahren. Ich komme mit. Aber die haben drei davon, habe ich das richtig gesehen? Und wir haben einen? Okay.
weiter! Bereiten das Treibstofflager zur Sprengung vor! Sieht gut aus, Team! Genau das meine ich. Ey, der sitzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur in dem Ding drin und überfährt die Leute. Aber damit kannst du auf der Map, wenn du das Ding beherrschst, kannst du easy Kills machen. Aber wir haben zwei, okay. Wir müssen das Treibstofflager besser bewachen. Warum kann ich nicht höher ziehen? Es geht nicht. Da eliminiert einer unsere Leute. Ein Elitekämpfer der ersten Ordnung. Okay, das reicht. Wir gehen rein. Ich bin weg. Schalten diese Truppen aus und stürmt den nächsten Sektor. Die Schlacht im All wird härter. Hier unten auf. Es war ziemlich knapp. Sicher den Bereich, dann rücken wir in die Basis vor. Gerade. Ich will den haben. Scheiße. Der Typ geht mir so auf den Pisser, das glaubt ihr gar nicht. Da sitzt die ganze Zeit nur in diesem Scheißteil drin. Och Mann! Der hat noch 40 Leben, jawohl. Weg mit dem Spast. Mal noch ein bisschen A-Flügler. 7 mal gestorben. Ja, Angriff ist echt auf der Map, die erste Station, echt schwierig. Erwarte Befehle. Eins. Und nochmal zwei. Also nur KI-Dinger. Okay. Da ist er wieder gespawnt. Aber es macht Spaß in der Luft. Ich muss echt ständiger Angriff, aber da macht es ihm nicht mehr so viel Spaß. Ich habe den Modi schon 2-3 Mal gespielt, aber wir müssen es eben machen für eine Herausforderung. Ziele. Ein Traum. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier lang gehen sollten. Nice. Sind die denn? Ach, wie er mich rammen wollte, die Drecksau. Wie er mich eben rammen wollte. Oh, ich hatte einen echten NPC. Gerade getötet. Läuft bei mir. Ich bin bereit.
Ah, scheiße. Oh, nee. Oh, wow, das ist knapp. Ja, das war klar. Schon wieder einer getötet. Ey. Okay. Dann räumen wir draußen noch ein bisschen auf. Der Zellenblock ist in der Nähe, aber wir müssen die Steuerung der Zellentüren und des inneren Tors überbrücken. Greift beide Ziele an und hofft das Beste. Und tschüss. Und tschüss. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier lang gehen sollten. Und tschüss. So, schön, dass man aussteigen kann. Es wäre geil, wenn man so mit dem Fallschirm runterfliegt. Bin ich denn da? Sturmsoldat, okay. Verstärkung trifft ein. Ich bin neue Verbündete an. Drauf. Hab ich nicht. Ziel gescannt. Zugriff auf die Zellensteuerung. Hm, haben die aufgegeben? Oh. Ah! Was war das denn? Frontkämpfer? Ihr müsst abwarten, bis die Zellensteuerung. Das hat wehgetan. Alter, 600 Schaden. Nice. Ich hab fast mal getötet. Warte, was war das denn? Sehr orientierend. Los geht's, wir sind hier noch nicht fertig. Ich konnte auch gerade meinen Frontkämpfer nicht schießen. Versuchen, das innere Tor zu öffnen. 600 Schaden mit einer Granate an Captain Phasma. Läuft! Ich hatte was, das wir ausprobieren sollten. Die muss ja direkt drauf gesessen haben. Nice, noch ein bisschen Kill-Assist abbekommen. Gefangene befreit! Alle zum Evakuierungspunkt! Die Schlacht ist gewonnen! Die Schlacht ist gewonnen! Ja, das war die Hinrunde, gell? Es gibt ja noch eine Rückrunde. Ich wollte gerade eine Abmord machen. Tja, Matthias, hat ja nichts genützt, gell? Die ganze Zeit nur deinem Rotkill-Ding zu sitzen. Zwölfmal gestorben, ey. Schauen wir mal, wie es in die andere Richtung geht. Level 20 schaltet sich das frei und ab Level 22 kann ich upgraden, okay? Wie viel habe ich noch? Da habe ich schon 9 Punkte.
Ah, okay. Müssen wir uns auch mal hinsetzen. Also ich hätte schon Bock, ein paar Runden Sternjägerangriff zu spielen. Ich weiß aber, dass ich da nicht so gut sein werde. Der Widerstand begibt sich auf dünnes Eis. Ihre Flotte greift die Starkiller-Basis von oben an. Leck. Ich gehe mal nach ganz links hoch. Wir nehmen an, sie wollen unsere Waffen lahmlegen und ihre gefangenen Freunde befreien. Wir müssen sie aufhalten. Stopp ihre Sprengteams am unteren Turbolaser und Treibstofflager. Hier ist ein ganz guter Ort. Ich mal einen sehen würde. Oh, Feind erfasst mich. Ich bin zu weit weg. Oh, schon wieder sitzt einer in so einem Ding drin. Oh, einmal drauf geschossen. Da ist aber keiner. Schade. Und wieder Matthias? Nee, nicht Matthias. Ja, ein Sniper da in dem, was ich da mache, ist, Wir gehen mal mit einem Heavy ran. Wir dienen gemeinsam. Aber wie Heavy spiele ich gar nicht. Habe ich eigentlich, früher habe ich den 4 gespielt. Scheiße, ein Ding wurde gesprengt. Ich müsste eigentlich in die Luft, da sind zwei X-Wings unterwegs. Feindbewegung. Sie platzieren Sprengsitz am Turbolaser. Warum komme ich nicht in die Luft? In dieser Phase nicht verfügbar. Hä? Die haben... Okay, die haben also X-Wings und wir haben noch keine TIE Fighter. Muss man jetzt nicht verstehen, aber ist okay. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte den gerne aus der Luft geholt. Den Typen. Sniper. Oh, sterb doch mal. Da hat mir wieder das Aiming gefehlt. Wir haben ihre Truppenstärke unterschätzt. Abfangjägerverfüger, jawoll. Sie in ihren Tod. Da hat mir gerade wieder böse das Aiming gefehlt. Ihr Ziel ist der Zellenblock. Wir dürfen sie nicht durchlassen. Bewacht das Haupttor und schlagt jede Welle des Widerstands zurück, die kommt. Sie haben mich getroffen.
Wir sind wie Kakerlaken, die kommen immer wieder. Er hat mich erschossen. Ah, wieder ein. Ah, Gott. Ah, ich mach das aber gerne. Ich bin gerne in der Luft. Ja, man macht aber keinen wenig Spaß, weil es nur NPCs sind. Da ist einer. Dann macht es doch gleich ein bisschen mehr Spaß. Oder auch nicht. Sie haben unsere äußere Linie überschritten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter gucken hier. Ah, scheiße. Ach komm, scheiß drauf, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Lass mich Ah, fuck. Spieler ausgeschaltet. Schade. Hätte ich vorher nicht verballert, mein Geschütz heiß geschossen, hätte ich es wahrscheinlich dahin gekriegt. Aber die Luftkämpfe machen mir unwahrscheinlich viel Spaß. Und, jawohl. Nice! Die Starkiller-Basis ist feuerbereit. Nieder mit der neuen Republik. Abschaum. Ja, meine Lieben.
Falls es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Star Wars Battlefront 2 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao!